Großeinsatz nach einem Schusswechsel in der Münchner Innenstadt. Es gibt jetzt hier erste Bilder vom mutmaßlichen Täter und ich konnte die Aufnahmen natürlich geolokalisieren, direkt neben dem israelischen Konsulat in München. Damit aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wenn du mehr meiner Videos sehen willst und keines mehr verpassen willst, empfehle ich dir, abonniere diesen Kanal und drücke die Glocke. Dann kannst du dich immer darauf verlassen, up to date zu sein. Wir schauen uns einmal die Aufnahme hier aus München an. Man sieht hier einen jungen Mann, der offensichtlich jetzt nicht unbedingt südländischer oder arabischer Abstammung ist, muss man dazu sagen. Sieht jetzt eher aus wie ein Michael, sage ich jetzt ernsthaft. Er läuft darum, auch anscheinend mit Opas Waffe, ist ein Repetiergewehr, älteres Modell mit einem aufgesteckten Bajonett. Kenne ich aus dem Ersten Weltkrieg, kenne ich aus dem Zweiten Weltkrieg. Ihr könnt euch jetzt mal hinten dran die Fenster anschauen, das Dach, das zurückgesetzte Kupferdach oben, das brauchen wir gleich. Hier diese Holzkiste, die man sieht, hinter der er sich gerade versteckt. Und wir versuchen gleich, diese Aufnahme zu geolokalisieren. Ging relativ einfach, muss man sagen. Das sind markante Stellen. Es passiert jetzt hier relativ wenig in diesem Video. Also ihr seht, obwohl da Polizeistationen in der Nähe sind, da ist keiner erstmal. Also das Ganze geht jetzt hier 1 Minute 30, wo der Mann hier einfach so ungestört rumläuft. Die bayerische Polizei muss man dennoch loben. Ihre Informationspolitik aktuell ist wirklich vorbildlich. Ihr Twitter-Team von der Polizei in München, die können was. Auch wenn man immer wieder gesagt bekommt, man solle solche Aufnahmen hier nicht veröffentlichen. Warum denn? Wir können doch alle Teil der Ermittlungen sein, wie das sonst auch abends ist auf den Sofas in Deutschland, wenn sie alle Netflix schauen. Bis jetzt gibt es nur die Berichte, dass dieser Mann hier, der hier läuft, dann auch getötet worden sein soll durch diesen Schusswechsel. Und jetzt haben wir ihn gerade weglaufen sehen. Jetzt versucht er hier mit dem Bajonett durch die Fensterscheibe. Es funktioniert nicht, Doppelglasfenster. Und hier endet dieses Video. Damit wir das Ganze mal einordnen können, hier sehen wir zuerst mal eine Mülltonnenbox. Auf der linken Seite diese Holzkiste. Wir sehen diese Fenster. Dann sehen wir das Dach. Wir sehen auf der anderen Seite der Straße ebenfalls eine Holzkiste und wahrscheinlich hier aus dem ersten Stock dieses Gebäudes wurde die Aufnahme getätigt. Und wenn wir dann hier ein bisschen drehen, sehen wir auch das andere Kupferdach, was leicht zurückgesetzt ist. Und wenn man dann einfach einmal herauszoomt, dann sehen wir genau die Stelle, das israelische Generalkonsulat. In diese Richtung ist er dann auch weggelaufen und man sieht hier ganz genau, wo er ungefähr gelaufen ist. Man sieht sogar die einzelnen Poller auf den Fotos. Man kann das ganz genau abzählen und weiß hier sehr genau, wo diese Szene hier aufgenommen wurde. Und die Münchner Polizei, sie sagt zu Recht, es ist ein Großeinsatz angelaufen. Die ganze Stadt hat Szenarien entwickelt, um genau bei solchen Einsätzen hier ein Einsatzmuster abzuspielen. Das machen sie in München auch wirklich vorbildlich. Sie sind hier völlig überrascht gewesen von einem Mann. Und es ist jetzt wirklich so, muss man mal sagen, das ist in meinen Augen dennoch hier ein versuchter Terroranschlag hier auf General, also egal welches Konsulat man angreift, das muss man als terroristische Handlung werten, in meinen Augen nichts anderes ist es. Und die Sache wird jetzt spannend, ob das hier wirklich am Ende ein junger Nazi womöglich gewesen ist, der zu viel Antisemitismus von seinem Opa gelehrt bekommen hat und dann dessen Kriegswaffe oder kriegsähnliche Langwaffe aus dem Keller geholt hat, um hier heute mal ein bisschen wie ein Irrer durch München zu laufen. Manche würden sagen, ein Mann psychisch verwirrt. Ich sage, nee Leute, da müssen wir auch ganz genau hinschauen. Das Beispiel eben mit dem Opa. Ich kenne meinen eigenen Opa. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ich rede aus Erfahrung. Ich rede nicht von irgendwelchen anderen Leuten. Ich weiß, dass es solche Opas gibt, muss man halt leider dazu sagen. Ich bin dennoch gespannt, wie das jetzt hier ausgeht, ob es dann nur der eine gewesen ist und was sie jetzt am Ende wieder finden. Ob er dann am Ende bei der JA war in München oder bei der identitären Bewegung, was sie ihm jetzt am Ende irgendwie vielleicht versuchen anzudichten. Vielleicht finden sie es aber auch relativ schnell raus und können uns darüber informieren. Wir brauchen in München nicht so viel spekulieren. Sie sind relativ fix in der Veröffentlichung von Dingen, die sie bestätigt wissen. Dennoch hier phänomenal. Wir hatten gestern eine Schießerei in Bonn, wurde vor dem Burger King, vielleicht habt ihr das Video gesehen, ein Messerangreifer von der Polizei niedergeschossen
Heute Nacht in der Bülowstraße in Berlin gab es eine Schießerei im Rotlichtviertel auf einem der Straßenstriche hier in Berlin, muss man ja sagen. Und dort ist ein unbeteiligter Radfahrer Opfer des Schusswechsels geworden. Jetzt heute Morgen jemand mit einer Langwaffe spaziert durch München und wir fühlen uns hier nicht nur wie im Wilden Westen, es ist inzwischen der Wilde Westen. Es ist wirklich phänomenal, wie hier niemand mehr Respekt hat vor irgendwem. Einfach jeder macht nur, was er will und die, die was machen sollen, was ihre Aufgabe ist, die machen es nicht. Ich rede jetzt nicht von der Polizei in München, ich rede hier vor allem auch von der Politik. Das nächste, was jetzt sicher gefordert wird, ist wieder eine Verschärfung des Waffenrechts. Am Ende ist es hier eventuell eine legale Waffe gewesen. Ob der junge Mann sie legal besessen hat, wird jetzt geklärt. Ich würde eher sagen, legale Waffe vielleicht, legal besessen eher nein oder am Ende doch. Wir werden es sehen. Wenn es jetzt am Ende wirklich ein Legalwaffenbesitzer ist, dann gnade uns Gott, was nennt sie Faeser, wieder über alle Jäger und Sportschützen und Waffensammler in diesem Lande auskübeln möchte. In der Regel ist es aber so, dass auf eine legale Langwaffe mindestens 10 bis 50 Illegale kommen, je nachdem, welche Schätzung man hier Glauben schenken mag oder darf. Es ist wirklich phänomenal. Auch die Bundespolitik hat schon hier reagiert. Bis jetzt gibt es keine Opfer und keine Verletzten zu beklagen. Das ist wirklich gut. Das ist auch Feiertag gewesen. Also das israelische Konsulat war gar nicht besetzt mit Personal, sondern nur mit den Sicherheitsleuten, die das Gebäude bewachen. Ansonsten ein ganz normaler Tag in München. Und man muss Angst haben, hier von einem Bajonett aufgespießt zu werden oder von einem Irren attackiert zu werden. Das Ganze erinnert mich jetzt, wenn man das am Anfang so sieht, ein bisschen auf den Synagogenanschlag in Halle. Ihr kennt sie, die geistig verwirrten ganz Rechten. Ja, die sind eine Gefahr, Frau Faeser, da haben Sie vollkommen recht. Aber der Großteil der AfD wird damit hineingeworfen in einen Topf. Und das ist absolut widerlich und unanständig. Denn Leute, die wirklich Israel hassen in der AfD, oh, da gibt es viel mehr hier in Neukölln von den Palästinensern, die nicht nur Israel hassen, sondern die alles dafür geben würden, einen Israeli zu töten. Wir sehen das immer wieder, wie sie versuchen, hier auf unseren Straßen ihr eigenes Recht und Gesetz durchzusetzen. Es ist einfach völliger Wahnsinn, mehr kann man dazu nicht sagen. Und natürlich hat die Münchner Polizei ihn hier erschossen. Ich bin gespannt am Ende, wie viele Kugeln ihn getroffen haben. Nach dem, was man hört, war es eine reguläre Polizeistreife, 5 Beamte, die hier anscheinend auf ein bewegliches Ziel geschossen haben sollen. Ob der Täter zurückgeschossen hat oder nicht, dazu gab es keine Aussage. Es gab schon das erste Pressestatement der Polizei hier in München. Und es ist wirklich hier eine Lage, eine statische Lage, hat Frau Nancy Faeser gesagt. Der einzelne Täter ist hier erschossen. Man muss es trotzdem jetzt aufklären. Und ganz München wird dann peu à peu wieder entsichert, muss man sagen. Sie haben die ganze Stadt abgeriegelt, Dutzende Hubschrauber unterwegs und so weiter und so fort. Bahnhof, Flughafen war offen. Hätte man auch drüber spekulieren können, wenn sie den Verdacht nur gehabt hätten, es gibt einen zweiten, hätten sie das vermutlich dicht gemacht. Ich bin gespannt, wie der Tag noch weitergeht. Ansonsten abonniere den Kanal. Es gibt bald das große Video, wie Markus Lanz zerlegt wird von Tino Chrupalla. Lohnt sich wirklich anzuschauen, ist auch ein bisschen länger. Und damit sage ich ciao, bis bald.